hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Yeshua, die Seele will hier sein. Gechannelt durch Pamela Kribbe, übersetzt von Yvonne Moore. Liebe Menschen, ich bin Yeshua. Ich bin ein Freund und euch Gleichgesinnter. Ich bin bei euch und unter euch, verbunden im Herzen und in Ebenbürtigkeit. Fühlt meine Anwesenheit in der Mitte dieses Raumes. Ich bin eins mit euch. Wir sind in einem Feld miteinander verbunden. Das Herz ist grenzenlos. Mit dem Herzen meine ich nicht ein physisches Organ, wenngleich das Herz als Organ mit dem Herzen, wie ich es meine, verbunden ist. Wenn ich hier vom Herzen spreche, verweise ich damit auf ein Tor, das euch mit einer Wirklichkeit jenseits des Physischen verbindet. Fühlt dieses Feld, fühlt diese Wirklichkeit. Sie erhebt euch über das Physische hinaus. Sie befreit euch auch aus dem mentalen Gefängnis, das ihr euch oft selbst gebaut habt und das mit euren Ängsten und mit euren Überzeugungen darüber einhergeht, was für euch möglich ist. Oft haltet ihr euch selbst in beschränkenden, negativen Glaubenssätzen gefangen, die auf der objektiven Realität zu beruhen scheinen. So ist es nun einmal. Ihr beißt euch dann an Illusionen fest, die euch vom kollektiven Bewusstsein vorgesetzt werden, von dem, was ihr in den sozialen Strukturen bestätigt seht und durch das Denken, einem Denken in Begriffen wie Angst, Kampf, Konflikt, Überleben, Schmerz, Mangel. Diese Überzeugungen sind im kollektiven Bewusstsein noch immer sehr präsent. Das Feld, das ich verkörpere und mit dem ihr innig verbunden seid, ist ein Feld einer anderen Ordnung. Es ist eine Schwingung der Freiheit und Fülle, die sich über Angst und Mangel erhebt. Spürt einmal die Lieblichkeit dieses Feldes. Öffnet euer Herz. Stellt euch vor, dass sich eine Blume in der Mitte eurer Brust öffnet, wie wenn sie sich dem Sonnenlicht zuwendet. Eine Blume sehnt sich nach Sonnenlicht und kann es ganz und gar empfangen. Lasst das Sonnenlicht auf euch scheinen. Löst euch von der Schwere der negativen Überzeugungen, die ihr in euch aufgenommen habt. Reist mit dem Sonnenlicht. Seht die Sonnenstrahlen in eurem Herzen. Stellt euch vor, dass ihr auf einen dieser Sonnenstrahlen klettert und mit ihm zur Quelle selbst, der Sonne, reist, aus der dieser Strahl kommt. Und diese Quelle, diese Sonne ist nicht weit weg. Sie ist hier und jetzt. Stellt es euch einmal vor, dass diese Sonne sich in eurem Herzen befindet und dass ihr dort nun tief hineingeht. Mit eurem Bewusstsein geht ihr in diesen Strahl hinein und reist tiefer und tiefer zu eurem Kern. Ihr bleibt in eurem physischen Herzen, in eurem Körper hier präsent. Euer Körper hält den Kontakt mit eurer Seele. Er wird von eurer Seele geboren
und von ihr inspiriert. Spürt, wie still und ruhig der Kern eures Herzens ist. Die Mitte dieser Sonne in euch ist eine enorme Quelle der Schöpferkraft und dennoch sehr still und ruhig. Gerade in dieser enormen Stille wird sehr vieles geboren. Die Schöpferkraft eurer Sonne, eures tiefsten Ich, ist nicht drängend oder treibend, sondern eine sehr entspannte Kraft. Ihr habt gelernt, dass etwas zu kreieren, etwas zu machen, etwas zu erschaffen, viel Mühe erfordert, dass ihr dafür ganze Berge versetzen, durchhalten, standhalten und hart arbeiten müsst. Es ist ein Kampf, so habt ihr es gelernt und ist es euch dann zur Gewohnheit geworden. Aber aus dem Feld des Bewusstseins, aus dem ich spreche und von dem ihr ein Teil seid, verläuft es anders, fließender und in Hingabe an das, was ist. Damit meine ich, dass ihr mit den vorhandenen Kräften mitarbeitet. Ihr kämpft nicht gegen sie oder wollt sie überwinden. Ihr tragt dem, wer und wo ihr seid, euren Schattenseiten und eurem Schmerz Rechnung. Die Seele, dieser stille, kreative, kraftvolle Anteil in euch, ist sehr geerdet. Sie ist gerade nicht transzendierend in dem Sinne, dass sie von der irdischen Wirklichkeit fort will, wie es eure Persönlichkeit oft gern möchte. Nein, die Seele oder die Sonne in euch will hier sein. Sie will inkarniert sein. Sie ist der Teil von euch, der Ja zur Erde und zum Hiersein sagt. Ich bitte euch jetzt, euch wieder mit diesem stillen Punkt tief in eurem Herzen zu verbinden. Spürt, wie still dieser Punkt ist und auch wie geerdet er ist im Vergleich zu dem Sturm der Angst und der grüblerischen Gedanken, der oft in eurem Kopf oder euren Emotionen stattfindet. Seid für einen Moment lang ganz und gar präsent in diesem stillen Zentrum. Aus dieser Stille gehen Antworten hervor. Wenn die Seele in eurem Leben präsent ist, dann folgt ihr eurer Intuition. Ihr wisst dann sehr viel. Ihr wisst tatsächlich alles, was ihr braucht. Doch oft kommt ihr nicht in diese Stille, wegen des Sturms von Gedanken, negativen Glaubenssätzen und den damit verbundenen Emotionen. Seid daher nun in der Stille und fragt euch selbst, wie bleibe ich hier? Wie halte ich mit meinem inneren Wissen Kontakt? Fühlt, was in euch, in eurem einzigartigen inneren Raum gebraucht wird. Was zieht euch am meisten aus dieser Stille fort? Schaut es euch einmal an. Es wird immer etwas mit einer Angst zu tun haben. Was müsst ihr von euch selbst aussehen? Euch um andere kümmern? Ist es das Sorgen für oder mit einem Partner, ein Kind, einen Elternteil, wen auch immer? Ist es das, was euch fortzieht, Verantwortungsgefühl oder die Pflicht, etwas oder jemand zu sein, das Bild des Erfolgs zu erfüllen, das eigentlich nicht dem entspricht, was ihr wirklich seid, was ihr wirklich wollt? Ist es der Druck, etwas zu leisten? Was übt den größten Sog auf euch aus? Was zieht euch
von eurem Kern weg. Versucht einmal, es als eine Energie von euch zu sehen oder eine Schwingung, die Angst ausstrahlt, eine Wolke, in der ihr euch verfangt und dann eure Basis verliert. Schaut mit klarem Blick auf diese Wolke, spürt die Angst darin, streckt nun eure Hand nach dieser Wolke aus, schaut, was dann geschieht. Ihr seid außerhalb der Wolke, ihr seid nicht die Wolke. Seht, was damit geschieht, wenn ihr ganz bewusst bei der Angst und bei dem, was euch fortzieht, präsent, anwesend seid. Durch eure bewusste Präsenz und euer goldenes Sonnenlicht, das in Hülle und Fülle strahlt, wird sich diese Wolke auflösen. Jedes Mal, wenn ihr vom Sturm in die Stille, vom Außen ins Innere wechselt, festigt und bestärkt ihr euch selbst, dann verankert ihr euch selbst in eurer Kraft, in dem, wer ihr wirklich seid. Verurteilt euch selbst nicht dafür, dass ihr euch oft in verwirrenden oder negativen Überzeugungen und Gefühlen verstrickt. Indem ihr urteilt, verstrickt ihr euch gewissermaßen noch mehr darin. Geht mit diesem Sonnenstrahl in eurem Herzen tiefer nach innen, in die Stille hinein und fühlt, wie reich ihr dort seid. Alle Gedanken an Mangel sind außerhalb von euch und gehören nicht zum Kern dessen, wer und was ihr seid. Es ist genug da. Ihr habt genug. Ihr seid frei. Es sind Licht und Freude da. Ihr seid ein Lichtbringer auf der Erde. Das, was ihr hier jetzt fühlt, die Stille in eurem Herzen, die Quelle, ist das Schönste und Ursprünglichste, was ihr in dieser Welt zu geben habt. Dies hervorzubringen, nach außen zu bringen, wird euch retten und befreien. Versteckt euch nicht. Verbindet diese Quelle, eure Seele, mit der Erde, auf dass eure Sonne hier leuchten kann. Danke für eure Anwesenheit und eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.